Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind gerade dabei, einen Trollarsch zu verprügeln und das Problem ist... Oh, hat geklappt. Ich dachte, weil ich nämlich gerade ja gepausiert habe, hat sich der Troll einfach, obwohl ich Escape gedrückt habe, weiter bewegt. Und ich hatte jetzt ein bisschen Sorge, dass der uns dann jetzt gleich nach dem Laden, beziehungsweise weiterspielen, auf den Arsch zimmert. Aber nein, alles ist gut. Wir sind immer noch entspannt hinter seinem... Oh, oh, Arsch. Was machst du denn, Junge? Du musst schnell hauen, nicht langsam, genau. So, wir zimmern hier weiter auf die knackigen Trollbacken. Voller Spaß und Freude wird der Troll geschunden. Ja, der Stein ist ein bisschen im Weg. Das ist hier gerade ein bisschen ungünstig, muss man sagen. Da weiß das Spiel nicht so ganz, was ich von ihm möchte. So, kleiner Troll. Oh, 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 oh. Das Problem ist, wenn der uns noch einmal erwischt, ne, dann sind wir halt echt hinüber. Deswegen ja, ein bisschen Obacht hier, ne? Dafür haben wir schon zu gut runtergekämpft, als dass wir das jetzt noch zulassen könnten. Da muss ja auch echt hochkonzentriert sein. So. Jawoll. Und auf die Backen. Auf die Backen. Man muss hoffen, er muss jetzt nicht gleich kacken. Oh, scheiße, Bruder. Komm schon. Oh, jawoll. Meine Liebe nennt mich den Trollschlechter. Sehr schön. Okay, das war der erste Troll und zwei Trollhauer. Dann hauen wir uns jetzt erstmal entspannt ein bisschen Gegrilltes rein. Das haben wir uns nach der Tour auch wirklich verdient, bevor wir uns dann an den zweiten Troll machen, nicht wahr? Ja, ja, so muss man das machen. Immer rein damit, immer rein. Man muss halt nur wissen, wie, ne? Einfach um den Troll herumtanzen. Dauert zwar lange, klar, aber geht ja, ne? Und ich glaube, das andere ist ein schwarzer Troll, der ist noch stabiler. Also packt die Kotztüten raus, es wird jetzt nicht einfacher, ne? So, erstmal speichern, was wir da Schönes gemacht haben. Ich habe leider die Folge 6.3 gar nicht gespeichert, das heißt, es darf jetzt hier nicht abstürzen. 6.4. Uff, so, voll lauter Stress und so, ne? Ja, auf geht's, ich trinke mal eben noch ein Schlückchen und dann würde ich sagen, machen wir uns dran an den zweiten Troll. Da war ja jemand, der uns nicht zugetraut hat, dass wir Troll und Trolle umbringen. Tja, der wird sich wundern. So. Okay, gleiches Spiel. Ah, wie er sich unter seiner Stinke-Achsel am Kraulen ist, Alter. Du bist ja widerlich. So, ist das... Nee, ist einfach auch nur ein normaler Troll, alles klar. So, an die Backen ran. An die Backen ran. Wir tanzen um deine Backen. Wir tanzen um deine Backen. Lass es kräftig knacken. Wenn man da natürlich jetzt ein bisschen mehr Stärke hätte, wäre es ein bisschen, ja, nicht so langwierig. Aber du, man muss auch mal... Mal ein bisschen Langwieriges tun. Schön, so ein Trollarsch. Wie sich der Held halt einfach mit seiner Wange so richtig an diesem haarigen Arsch entlang reibt. Man muss sich ja echt fragen, wie wird er wohl riechen? Riecht er gut? Schreibt mir mal in die Kommentare, wie stellt ihr euch das vor? Was für einen Duft der Held hier gerade erlebt? Würdet ihr es auch so tun? Würdet ihr, wenn ihr es könntet, euch ebenfalls mit dem Gesicht in einen Trollarsch verkriechen und ihn dabei mit einem Degen malträtieren? Das sind die Fragen, die wir uns heute stellen werden, während wir weiter entspannt diesen Trollhintern ein bisschen massieren, nenne ich das mal, ne? Wie er auch voll verwirrt ist. Wo ist der Junge? Und warum tut mir mein Arsch so weh? So, oh oh. Junge, du musst auch hauen, nicht nur riechen. Immer auch ein bisschen hauen. Ja. Ich weiß, es ist zum Zugucken bestimmt genauso angenehm, wie es für mich zum Spielen ist. Man scheint mit der Quertaste kann man geiler um den Arsch herumtanzen. Guck mal, das geht viel besser. Viel besser. Viel besser. Viel besser. Ich habe die, das Tanzen optimiert. Oh oh. La 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 la. Ich tanze um deinen Po herum. Oh oh oh. Das war nicht so gut. Aber Hand hoch, wer es genauso macht. Komm, seid ehrlich. Wer verprügelt auch so den Troll? Sieht so erstmal voll gruselig aus, wenn man weiß, man muss einfach nur auf seine Backen hauen. Und dann ist er wehrlos. Er ist ja ist wie ein kleines, dickes Kind. Er hat ja keine Ahnung vom Nichts. Wir machen den so fertig. Wir lutschen den so rund.
Hieb für Hieb auf seine stramme Backe nähert er sich seinem Tod. Tod durch Arschbluten, muss man ja sagen. Das ist ja reell Tod durch Arschbluten. Optimiert. Guckt euch das an. Das ist ja ein Tanz nur noch. Es ist ja nur noch ein Tanz. Lalala. Und dann. Ah, so. Der nächste Troll hinüber. Dann können wir jetzt auch mal entspannt looten. Hier lag wohl irgendwie eine Axt, aber ich habe die wohl schon mitgenommen. Diese Axt nämlich, die hier rumlag, irgendwie Zweihand schlechter sonst irgendwas Axt, mit der können wir Marvin verarschen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal wieder in Korinnes sind, müssen wir nochmal bei den einschlägigen Händlern gucken. Ich habe die ja irgendeinem verhökert. Das heißt, irgendeiner der Händler, wo ich sonst immer meinen Scheiß verkaufe, muss diese Axt ja eigentlich haben. Und dann erwerben wir die einfach nur zurück und dann hoffen wir mal, dass das klappt. Das ist der Plan. Ja gut, jetzt haben wir die Trolle platt gemacht. Dann können wir ja dem entsprechenden Typen eben kurz mal Bescheid geben und ihm klar machen, was für geile Ficker wir sind. Das waren 1000 Erfahrungspunkte übrigens. Das hat sich richtig gelohnt. Just saying. 641. Zack. Wie viel brauchen wir noch fürs nächste Level? Oh, scheiße, Bruder. Ist noch ein bisschen was. So ein Level bräuchten wir noch. Dann könnte ich nochmal schön bisschen Bogen, bisschen Dex. Und ich glaube, dann können wir entspannt auch die Banditen angehen. Aber man kann natürlich jetzt auch einfach in der Story mal ein bisschen progressen. Wir haben ja noch von dem Piraten da gleich seinen Kram, den wir noch suchen müssen. Das können wir ja noch machen. Und dann gucken wir mal gleich, was noch das Questlog so hergibt, ne? Und ansonsten progressen wir jetzt halt erstmal. Ist ja auch okay. Die Main Story ist ja auch noch am Start. Die ignoriere ich ja momentan ganz fleißig, weil ich noch nicht ins zweite Kapitel wollte. Aber jetzt langsam ist es wohl dann bald mal soweit. Ne? So. Ich wollte mich dann auch noch diesem einen Rittergoblin mal eben annehmen. Das können wir auch noch eben tun. Wenn wir schon am Start sind. So ist auch nichts respawned oder so, ne? Nee. Alles entspannt. Alles ruhig. So, und da oben war irgendwo diese Höhle. Jetzt ist die Frage mit dem Schwert und mit dem Bogen. Ich denke, mit dem Schwert sind wir da besser am Start, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin unentschlossen. Sind das mehr als eine? So, den schwarzen Goblin mache ich platt und dann renne ich vor dem anderen da weg. Okay, warte. Wir probieren mal unser Glück. Hat schon wieder aufgegeben? Was ist denn los mit ihm? So, warte mal. Ich habe das Gefühl, das endet nicht gut, deswegen ja, speichere ich gleich nochmal zwischen. Wie sie sofort umdrehen. Ja, lief doch irgendwie. Jetzt nicht super optimal, aber hat geklappt, ne? So, rostiges Schwert. Schwerer Ast. Was hat er am Start? Oh, noch ein rostiges Schwert. Und 5 Gold. Ja, geil. Da ist auf jeden Fall das nächste Bier in der Kneipe drin, ne? Da brauchen wir uns keinen Kopf machen. Bierchen ist wieder drin. So, was haben wir hier? Eine Stabkeule, noch eine Steintafel. Ein weiterer Fellknöterich. Und hier haben wir eine Truhe. Oh, ich muss die aufknacken. Links. Okay. Rechts. Rechts, links, links. Rechts, links. Rechts, rechts, links. Rechts. Geil. Wir haben Wacholder. Wir haben einen Degen. 32 und 2 Dietriche. Nice. Was haben wir hier am Start? Oh, scheiße. Rechts. Rechts, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links, rechts, scheiße, links, rechts, links,
Okay, ein Fisch. Und Gletscherquarz. Und ein bisschen Gold. Okay. So, dann würde ich sagen, gehen wir zurück zu den Söldnern. Geben einmal damit an, was für geile Ficker wir sind und dass wir jetzt nach Troll Arsch riechen. Das wird einige ganz schön. Weißt du, wenn er das dann nicht glaubt, so, den hast du doch nicht selber umgebracht. Den hast du dir doch irgendwo geholt, dieses Fell. Das hast du gekauft. Und dann halte ich ihm einfach nur mein Gesicht entgegen und sage, riech mal an mir. Schnupper mal an mir. Und er wird es riechen und er wird verstehen. Ja? So wird es sein. Überall liegt hier Zeug rum. Oh, nochmal. Spruchrollen. Trank. Grobes Breitschwert. Ah, guck mal. Grobes Kriegsbeil vielleicht. Ja, mal gucken. Feuernessel, Feuernessel. So. Gut, zurück zu den Söldners. Da kann ich gleich erstmal kurz eine Runde Powernapping machen. Weil unsere Lebensenergie schon wieder so scheiße aussieht. Und dann muss ich nur rausfinden, wer das Trollding haben wollte. Ihr kennt ja mein Erinnerungsvermögen ist immer ein besonderes. Aber das schaffen wir auch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Doch, komm, ein bisschen mehr Vertrauen bitte. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Immer wieder dieselbe Leier. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Jetzt schaue ich mal kurz in unser Journal. Die schnaubende Kreatur, Lucia, die Sonnenaule. Die können wir auch noch suchen. Schwarzes Fell. Raoul will, dass ich das Fell eines schwarzen Trolls bringe. Ja, scheiße. Haben wir nicht. Das ist kein schwarzes Trollfell. Das ist ein normales Trollfell. Wo finden wir denn einen schwarzen Troll? Wo finde ich denn einen schwarzen Troll? Rods Schwert. Der Söldner Rod glaubt, dass ich es nicht schaffe, sein Schwert hochzuhalten. Soweit sind wir noch nicht. Piratenhandel. Der Stadthändler Baltram mit dem Piratengeschäft. Immer Baltram aufs Maul. Bullgötter auf die Schache. Da sind wir noch nicht so weit. Die verbotene Weide. Der Bauer Berenger hat dem Schaffenbehälter verboten, seine Schafe auf den Weidenplatz zu führen. Wenn ich Berenger überzeugen will, dass er Balthasar wieder auf seine Weide lässt, werde ich etwas für ihn tun müssen. Genau, ich muss erst noch diese Banditen umbringen. Motion für Garvel. Banditen in Jacks Leuchtturm können wir noch nicht. Joe Harkon, ein Händler in Kurinis, behauptet, dass ein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Okay. Nee, da sind wir jetzt soweit hier auch durch. Ja gut, okay. Schwarzer Troll. Wo finden wir einen schwarzen Troll? Also komm mir nicht so. Es kommt mir nicht auf die Kraft. Und ich denke, den schwarzen Troll werden wir genauso besiegen können. Soll ich das kurz mal rausgoogeln, wo es den gibt? Ich glaube, ich google das kurz. Komm, gönnen wir uns das, damit wir den schwarzen Troll machen können. Ich habe Bock drauf. Gothic 2, schwarzer Troll. Das gönnen wir uns mal eben. Komm. Ich bin gerade auf Trollklopp-Laune. Schwarzer Troll besiegen. Gothic 2. Ich habe probiert, aber schwarzer Troll ist nicht zu besiegen. Habt ihr spitze Tricks? Der letzte Trick ist wohl, den Troll zu schlagen, bis er dir zu drohen anfängt. Dann läufst du ihm herum. Folgt ihn in die Sonne. Ah. Wo ist denn der? In irgendeiner Höhle wird der sein. Ich weiß halt nicht, wo der ist. Jetzt ohne Spaß nicht. Ich muss es googeln. Ich google weiter, während wir laufen. Wo ist der schwarze Troll? Wo? Schwarzer Troll. Schwarzer Troll. Gothic 2. Suchen. Ist im Norden von Kurinis in der Nähe von Grimbald. Im Norden von Kurinis in der Nähe von Grimbald. Wer ist denn Grimbald? Mondgesänge, da sind wir schon wieder. Alter, das ist eine Map und die ist so winziglich klein. Okay, das ist ja richtig krank weit weg. Ah, siehst du, ich wusste, wir haben noch nicht alles erkundet. Da gibt's noch was, Leute. Es gibt noch was zu erkunden. Wir sind noch nicht durch. Ja, wir haben noch Erkundungstour. Pass auf, wir machen jetzt aber Folgendes. Bevor wir auf Erkundungstour gehen, würde ich vorschlagen, ich werde jetzt... Lohnt es sich, die 5 Lernpunkte eben in Bogen zu investieren? Von wo aus müssen wir denn los? Wir müssen von der, wo wir jetzt sind, an den See...
Nee, wir gehen jetzt auf Erkundungstour. Lass uns einfach mal loslegen. Ich wusste doch, wir haben noch was übersehen. Es gibt nämlich noch so eine ganze Ecke oben und wir waren schon auf der richtigen Richtung irgendwie, habe ich das Gefühl. Hier sind die Felder des Großbauern. Dann geht's da unten vorbei an dem kleinen See. Hier, genau. Da ist die Taverne. Wir müssen bei der Taverne nicht zum Kloster, sondern das dazwischen. Den Weg müssen wir gehen. Oh, warte. Feuernesseln sammeln. Okay. Wir hätten mal eine Karte kaufen sollen. Ohne Scheiß. Ich cheate hier voll im Internet rum. Voll uncool. Ich werde den mal versuchen. Also ich glaube, mit unserer Arschschau-Technik kriegen wir den platt. Hoffe ich. Wenn nicht, werden wir es merken. So, und zwar müssen wir jetzt aufpassen. Wir müssen ja nur den richtigen Weg finden, danach gehen wir einfach wieder blind. Wir gehen hier lang. Das ist der Weg, da waren wir, das ist genau das. Mal gerade gucken, ist das das? Ich glaube, das ist das, ja. Da hätte es noch irgendwo über eine Brücke gehen sollen. Und da kommt nämlich noch so eine Pyramide, an die erinnere ich mich nämlich auch noch. Mal sehen, ich guck mal, ob das hier richtig ist. Geht's hier erstmal so einen Bogen, aber ich glaube schon. Dann müssten wir gleich den Fluss wieder sehen. Dann geht man dem, folgt man dem Weg nach oben und dann kommt eine Brücke. Und über die bin ich wohl nicht gegangen. Ich bin bei der Brücke, genau, ich bin über so einen Hügel geklettert, bin bei der Brücke gelandet und statt dann über sie zu gehen, sind wir die Spiralnudel sozusagen, die Serpentine nach unten gegangen. Und wir müssen nach oben, da kommt nochmal ein ganzes kleines Gebiet. Da können wir jetzt erstmal noch ordentlich Monster kloppen. Das gibt Erfahrungspunkte, womit wir vielleicht ins nächste Level dann noch rutschen. Und das wäre ja optimal. Und dann versuchen wir mal den komischen Troll. Ja, dann würde ich sagen, leveln wir schön Bogen und wenn da noch was überbleibt, ein bisschen auf Geschick. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach ins nächste Kapitel und machen weiter oder was? Dann machen wir wieder ein bisschen Main Story. Klingt für mich nach einem guten Plan. Ich weiß auch nicht, ob ich schon alles geklärt habe an Orten. Das hier unten kommt mir halt auch so verdächtig vor. Egal, wir gehen erstmal weiter. Lass mich nicht wieder abbringen. Und dann haben wir, glaube ich, erstmal genug gefarmt und gemacht und dann können wir schon mit der Story progressen. Ist doch an sich eine nice Sache, oder? Wie seht ihr das? Schwarzer Troll ist ja auch Story, insofern. Und ich habe irgendwie Bock zu gucken, ob man den auch mit der Arschschau-Technik platt machen kann. Wenn ja, wäre natürlich übelst nice. Wie ich das alles nicht gelootet habe. Was stimmt denn nicht mit mir? Ich bin hier stumpf an dem ganzen Loot vorbeigelatscht. Verrückt? Oder hatte ich das gelootet und nicht gespeichert? Nee. Das habe ich nicht gelootet, da bin ich mir sehr sicher. Ich war ganz aufgeregt und bin einfach stumpf dran vorbeigelatscht. So machen das Helden. Ja, hier sind wir richtig. Und dann geht's hier nämlich hoch und dann kommt eine Brücke. Okay. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. So. Ja. Da ist noch eine Waldblutflauflieder. Waldbeere sagen, was eine Blauflieder. Läuft bei mir. So, wo ist die Brücke? Hier weiter entlang. Wie schön das hier ist. So muggelig, oder? Mega bunt. Mega muggelig. Heilpflanze. Feuernessel. Heilkraut. So, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Dum, 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 dum. Oh. Ich höre Geräusche, jetzt wird gespeichert, denn die klingen irgendwie nicht so gut. Sind wir immer noch bei Folge 64, Alter? Verrückt. So, okay, alles klar. Meine Lieben!
Ihr hört gerade den Hahn krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.